Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play Paper Mario. Ja, wir sind hier im 6. Kapitel in den Blütenfeldern unterwegs und ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, was wir beim letzten Mal gemacht haben, denn die letzte Aufnahmesession ist schon etwas her, aber hier waren wir auf jeden Fall gewesen. Und jetzt schauen wir doch mal hier oben nochmal rein. Waren wir hier schon? Na, hier. Nee, hier waren wir noch nicht. Und hier kann ich auch, soweit ich weiß, noch nichts machen. Nee. Das müssen wir vorerst auslassen. Denn hier können wir noch nichts machen. Gut, dann gucken wir, würde ich fast mal sagen, hier nach links. Wir müssen ja verschiedene Sachen finden. Zum einen mal den Zaubersamen, den haben wir gefunden. Dann brauchen wir noch ein bisschen gute Erde und Wasser dazu. Und ja, schauen wir einfach mal weiter. Oh, hier ist ein Sternsplitter, okay. Hier nicht. So, was haben wir denn für Beeren? Gar keine. Gut, hier brauchen wir rote, sonst kommen wir nicht weiter. Man sieht es an der Farbe von dem Typi. Also können wir das schon mal ignorieren. Hier brauchen wir blaue. Und was haben wir hier oben? Hier brauchen wir was ganz was anderes. Okay. Bin ich doof? Habe ich mich beim letzten Mal nicht richtig umgeguckt? Waren wir hier? Hier brauchen wir gelbe. Achso. Gelbe? Okay. Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir gehen nochmal hier entlang. Ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Hier kommen wieder meine Lieblingsbienen, ne? Den möchte man ausweichen. Die hasse ich wie die Pest. Okay. Aber hier waren doch nur orange Beeren, oder waren das gelbe? Hä? Nee, hier gibt es nur die Rubinbeeren. Stellt 5 KP wieder her. Hm. Mysteriös. Aber hier ging es noch weiter. Schnupper, Schnupper. Ach, stimmt, ja. Hier konnte man was reinwerfen. Aber ich glaube, das brachte nichts, ne? Nee. Zumindest nicht diese, genau. Da war was. Ja. Sehr schön. Ja, gleich mal Action-Kommando versaut. Sehr gut. Und Cooper kann nichts machen. Vom Feinsten hier mal wieder. Oh Mann. Dieser Part geht schon wieder viel zu gut los. Au. Wetter, nein. Ach nee, die Kleinen tun doch noch mehr weh. Ich hasse es schon wieder. Au, 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 au. Na gut. Alles klärchen. So, dann probieren wir nochmal den Multijump. Danke. Ja, die geben auch immer noch 2 Sternpunkte. Gar nicht mal so schlecht. Was, wo geht's jetzt weiter? Hä? Schuppidu, du, 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 du. Geht's denn doch oben weiter? Hm. Hatte ich jetzt anders in Erinnerung, aber vielleicht auch nicht. Na gut. Okay, naja, nachdem wir hier weiter wirklich nichts machen können und nachdem es hier ja nur die Rubinbeeren gibt, gehen wir zurück. Denn das bringt hier nichts. Suselwusel. Suseldusel. Wusel. Gebimse. Nee, das sind die Susel. Dusel. Ja. Die Wusel sind die goldenen. Hm. Ja. Na gut. Oder Moment, wie ging das? Konnte man die nicht so? Ah ja, genau. Okay. Hm, okay. Aber die roten müssen dazu erstmal. Hä? Wie soll das jetzt hier funktionieren? Ich check's nicht. Moment. Nochmal hoch. Und das nochmal runter. Aber das bringt mir doch nichts. Ich komme doch da trotzdem nicht hoch. What? Was ist hier nur los? Hm.
Also hier geht es definitiv noch nicht weiter. Wie ich schon sagte. Deswegen, wir können zwar... Ne, hier kann man auch noch nichts machen. What? Hey Superstar, lass mich etwas flüstern. Du kannst das Hübsches finden, wenn du die drei Bäume in dieser Reihenfolge anrempelst. Links, rechts und dann den mittleren. Yep. Was? Links, rechts und dann den mittleren. Hey, das ist wahr, ich schwöre es. Ups, jetzt habe ich zu viel erzählt. Jetzt ist Schluss mit den Geheimnissen. Links, rechts und dann den mittleren. What? Hä? Oder nimmt ihr hier auch die Rubinbeeren? Hallo Fremder, wie gefällt dir mein leuchtendes rotes Blütenkleid? Das ist nicht hübsch. Wie war das? Du willst hier durch? Nein, tut mir leid. Auf keinen Fall kann ich dich hier durchlassen. Obwohl, vielleicht kann ich eine Ausnahme machen, wenn du mir eine gute Mahlzeit bringst. Hä? Ach so. Sag mal, bin ich jetzt doof? Wenn ich verdammt nochmal eine Rubinbeere in den Brunnen schmeiße, müsste man sich eventuell vielleicht wieder eine neue mitbringen. Sonst hat man keine. Ich bin heute irgendwie leicht verwirrt. Ich glaube, das ist mal kein guter Tag, um aufzunehmen. Gott, was ist hier nur los? Aber das könnte schon sein. Weil die sind ja eigentlich rot. Auch wenn sie ein bisschen orange aussehen. Aber Rubin ist eigentlich rot. Deswegen könnte das schon so weit passen. Geht bloß weg. Aber die sehen uns echt nicht, wenn man da hinten vorbeigeht. Das ist eigentlich ganz gut. So, aber irgendwie muss ja wieder weitergehen. Und der Typ hier hat uns den Tipp gegeben, hier links, rechts und dann die Mitte. Mal gucken. So. Blütenkleid und so weiter. Rubinbeere. Nom. Oh, köstlich, das ist es. Die perfekte Farbe, vollmundig im Geschmack. Es ist goldrichtig. Du bist ein wahrer Held, weil du mir diesen leckeren Imbiss gebracht hast. Natürlich darf so passieren. Ah, okay. Geh nur weiter. Für dich steht dieses Tor immer offen. Ach ja. Ach Gott. Gleich mal wieder Gegner hier. Oh. Und andere Gegner. Die möchten wir uns doch auch mal ansehen. Pump. So, aber ich würde sagen, Mario macht erstmal den hier platt. Weil der mit 6 Schaden schon extrem nervig ist, dieser Bzzz. Und, ja. Lassen wir Gumbario einfach mal angreifen. Und in der nächsten Runde können wir dann in Ruhe scannen. Oh, die haben ganz schön viel KP, meine Herren. Au. Okay. So, aber trotzdem, soll Gumbario mal sagen, was das für Typi sind. Das ist eine Schniffi. Schniffis sind lästige kleine Gefolgsleute von Schnaufula. Maximal KP 10, Angriff 4, Verteidigung 0. Schniffis schweben in der Luft. Ein Sprung oder etwas in der Art ist hier am effektivsten. Natürlich juckt es mich, ihnen eine ordentliche Kopfnuss zu verpassen. Deine Entscheidung, Mario. 10 KP, das ist schön. Ja, doch. Geht aber irgendwas. Ja gut, schaffen wir jetzt in der Runde nicht. Beide down zu kriegen, können wir nur so machen. Okay, die geben auch noch 2 KP. Und das ist somit schon mal ganz gut. Aber vielleicht, hätte ich jetzt was Stärkeres machen sollen. Merk schon. Jetzt wird es langsam schon schön. Die Gegner haben viele KP und wir sind noch etwas schwach auf der Brust. Naja, etwas. Wird schon noch, wird schon noch. Und pomp. Da geht er down, der Schniffi. Der Schniffi-Typi. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir auf jeden Fall noch ein Level up vom Boss. Na gut. Soll mir recht sein. So. Da haben wir Goldbeeren. Was machen die nochmal? 3 KP und BP. Gut, dann nehmen wir gleich mal eine. Nom. Und nehmen wir uns noch die mit. Gut. So, dann geht's hier weiter. Naja. Hier haben wir Wasser irgendwie. Water, Water. Ah, das ist die Dame. Sieh dir diesen Kristallbaum an. Hast du schon jemals etwas solcher Schönheit gesehen? Oh, Verzeihung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Posi.
Wie? Was mit deinem Mund nicht... mit meinem Mund nicht stimmt? Das ist meine Nase. Oh, wie unhöflich. Schaut aus wie Pinocchio. Aber egal, meine Nase ist zu lang, weil ich auf so herrlich lockere Erde wachse. Mir gefällt sie ganz gut. Aber deine Nase ist auch sehr hübsch. Sie könnte aber ein bisschen länger sein. Am besten du nimmst etwas von dieser lockeren Erde. Yay, reine unverbrauchte Erde. Sie duftet frisch und gut. Schon bald wird auch deine Nase perfekt sein. Genau, jetzt haben wir schon den Zaubersamen. Also diese Bohne, dann haben wir lockere Erde. Und da brauchen wir nur noch gutes Wasser, um da etwas sprießen zu lassen. Okay. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich hatte schon wieder verdrängt, dass hier irgendwo ein Sternsplitter sein kann. Oder sein muss. Vielmehr. Ja. Auf dem Baum solltest du die Stampfattacke nicht unbedingt machen, Mario. Das bringt nichts. Naja, das kann auch passieren, dass da so Dinger rausfallen. Stinkwurz. Dieses Kraut stinkt wie Hölle, stellt 5 Pfiffe wieder her. Weg mit dem Gedöns. Ja. Jetzt haben wir... Na, scheiße. Na gut, kämpfe gegen ihn. Solange er mich nicht im ersten Angriff gleich down macht, ist mir das recht. Oder soll mir das recht sein für mir? In 6 KP Schaden muss nicht unbedingt sein. Die Typis sind schon ganz schön stark. Die Schniffis nicht so unbedingt, aber dafür haben sie viele KP. Aber ich denke, Mario wird jetzt mal einen Powersprung machen. Und dann wird sich das ganz schnell erledigt haben hier. Bombs, sehr schön. Ah, alles machbar. Okay. So, wo könnte denn hier der Sternsplitter sein? Muss doch irgendwo rumdümpeln, kann doch gar nicht sein. Hä? What? Ja, da oben kann er eigentlich gar nicht sein, weil da kommt man, soweit ich weiß, nicht hin. Interessant. Oder liegt der hier irgendwo vielleicht? Jetzt wird es langsam interessant. Oder ist der hier? Nee. Sieht nicht so aus. Also mit manchen Sternsplittern bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz so sicher, wo die eigentlich sein sollen, ganz ehrlich. Bin ich noch etwas begeistert, wie die die versteckt haben, die guten Entwickler. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Oder hier irgendwo dahinter oder so? Nö. Ist doch eigentlich auch Käse, oder? Da fallen nur die Beeren runter. Da kann man nicht hoch. Hä? Das verstehe ich nicht. Vielleicht muss man es auch nicht verstehen. Na gut. So. Was haben wir jetzt? Goldbeeren, ne? Hier war der blaue Typi. Und hier war doch der Blubberblasen-Typi, oder? Ja. Ja, wo geht's jetzt hin? Hä? What? Vielleicht hier runter? Ah. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Okay. Guten Tag, Marius. Schön, dich zu sehen. Ich bin der Wächter dieses Tores. Aber lass dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen. Deshalb musst du mir etwas bringen, das meinen Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Jo, eine Goldbeere. Nom. Oh, bravo, ausgezeichnet. Ein süßer, feiner Geschmack mit einer delikaten Endnote. Und diese vorzügliche Farbgebung. Sie erinnert mich an die Wärme des Sonnenscheins, den ich so sehr vermisse. Dein kultivierter Geschmack hat mich wahrlich überwältigt. Selbstverständlich darfst du passieren. Yay. Du verfügst über einen makellosen Geschmack. Betrachte dieses Tor, als wäre es deine eigene Haustür. So, ich weiß gar nicht, kann man hier so... Ja, hier kann man so rüber. Aber hier nicht. Das ist zu weit, da braucht man Paracarry. Genau. So. Ja, an so ein bisschen was kann ich mich schon immer noch erinnern. Halt, stopp. Nein!
Und hier nochmal ein Power Carry. Sehr schön. Okay. Ja, dann gehen wir vielleicht gleich mal da oben entlang. Da haben wir gleich mal was zum Aufleveln. Level und so. Ah ja, sehr schön. Susel, genau. Und die Wusel sind dann die goldenen. Schauen wir mal, ob wir die hier auch treffen. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht gab es die auch nur in die Legende vom Iontor. Keine Ahnung. Mal gucken. Und down. Schuppidu. Und weiter geht's. Sehr schön. Wir wechseln mal einen Partner. Wir nehmen mal Watt. Watt. Watt ist los. Nein, das sind immer nur einzelne. Okay. Gut. Na dann, mal schocken. Schock. Und down. Also es empfiehlt sich hier wirklich Bu oder Watt zu nehmen, denn die machen, glaube ich, wirklich den meisten Schaden. Deswegen, warum nicht? So, einfach mal hinterrücks eine reingehauen. Und dann nochmal schön gebrutzelt. Bums. Sehr, sehr schön. Okay, dann schauen wir mal. Dann haben wir jetzt hier noch was. Aber das kann ich doch eh noch nicht verwenden, oder? Bin gerade verwirrt. Irgendwie ist das hier alles zu einfach. Oder wir sind wirklich schon zu stark. Keine Ahnung. Aber immer nur einzelne Sudeldudel sind keine Herausforderungen. Denn die können ja nichts machen. Die gehen einfach viel zu schnell down. Yay. Boom. Du. Oh, Wetter. Jetzt geht's ab. Megashock. Parasiert alle Gegner mit einem Elektroschock. Versteckt mal alles wieder. Parasiert einige. Okay. Komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Parasiert alle Gegner mit einem Schock. Drücke A, B zusammen so schnell wie möglich. Ach du Kacke. Kriege ich das hin? Ich glaube schon. Measuring. Ah! Okay. Das hat nur bei einem funktioniert. Das ist immer wieder hochwertig. Na gut, dann nehmen wir einen Sternsturm hinterher. Es war ja mal nur ein Versuch. Aber ich glaube, das sind einfach so Attacken, die verwende ich nicht, weil sie kacke sind. Weil es meistens eh nicht funktioniert und außerdem, wenn, dann sind sie nur paralysiert. Es löst ja das Problem nicht. Das habe ich, glaube ich, in einem anderen Part auch schon mal so erwähnt. Ah ja. Jetzt gibt's Ärger. Ach nee, der haut ab. Cool. Und der auch. Solche Lappen. Na gut. Sollen wir recht sein. Und down. Tja, leider nicht so viele Erfahrungspunkte für uns, aber das macht nichts. Schubidu. Alles kein Thema. Das sind das ein Haufen Münzen. Welche Mitstreiter soll aufgestuft werden? Achso, nee, stimmt. Wir haben ja noch ein paar Jungs, die noch aufgestuft werden können, ein zweites Mal. Dann nehmen wir mal Gumbario. Genau. Sehr, sehr schön. Dann haben wir ihn auch gleich aufgestuft, haben hier noch die ganzen Typis mitgenommen. Und... Oh, da ist ein Suselwusel. Ob ich das schaffen kann gegen den Typi? Ich bin mir noch nicht sicher. Gut, nee, wir gehen auf jeden Fall erstmal auf die Psst, denn die nerven, wie jeder weiß. So, was kann denn Gumbario jetzt eigentlich noch so schönes? Multikopfnuss, Zeitkopfnüsse aus, bis das Action-Kommando verpatzt wird. Okay. Also eigentlich so wie Power-Douts. So oder so ähnlich. Ah ja, und die Animation sieht jetzt auch anders aus. Und er macht 6 Schaden. Dünner Wette. Ach, nicht singen. Ich hasse es. Au. Na gut, aber nicht eingeschläfert. Schuppidudu. Sehr schön. Und mach sie fertig. Diese Animation. Cool. Und down. Schuppidudu. Okay.
So, ich bin mir jetzt wirklich noch nicht sicher, ob wir gegen das Ding da kämpfen wollen. Denn die sind wirklich ziemlich stark. Ich glaube, wir skippen das mal kurz. Sternsplitter. Blaue Bären. Stellt 5 BP wieder her. Okay. Dann würde ich versagen, wir nehmen hier mal einen Ahornsirup. So, das mir, was wir da mitnehmen können. Sehr schön. Okay, und dann gehen wir mal hier weiter. Einfach mal gucken. Aha. Schwindschwill war, will ihn niemand. Weg mit dem Ding. Wieder so super hochgeschmissen. Naja. Dann war das auch vielleicht hier, wo man noch nicht weiterkam. Doch, man kommt hier weiter. Ach so, aber ich komme dann noch nicht in die Mitte zu diesem Baum, weil hier kein Wasser drin ist. Jo, das stimmt. Ja. Stimmt, ja. Genau. Jetzt müssen wir hier jetzt nämlich mal, sage ich jetzt mal, Rätsel lösen, bevor wir hier was bekommen. Oh, ja. Ein Gelee Royal stellt 50 BP wieder her. Hm, dafür schmeiße ich sogar mal einen Ahornsirup raus. So, dann reden wir mal mit dieser Dame. Oder wie auch immer. Ach, wie schrecklich, die Quelle ist versiegt. Was für eine Tragödie. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Nicht mir, nicht Lily. Zur Hilfe, das grässlichste Ding, das auf den Wolken reitet, hat unseren kostbaren Wasserstein gestohlen. Aus diesem magischen Stein entspringt das Wasser dieser Quelle. Ohne ihn wird dieser Ort nur noch ein vertrockneter Tümpel sein. Und auch ich werde verdorren, wie ich nicht auf dem Wasser... wenn ich nicht auf dem Wasser dahin treiben kann. Mein eigenes Gewicht wird mich erdrücken, ich arme Lily. Oh nein, gib nicht auf, Lily. Vielleicht kommt ein schöner junger Prinz, um mich zu retten. Hm? Oh. Ein Prinz, naja, eigentlich sieht er ja eher aus wie ein Klempner, wenn der Not frisst, der Teufel fliegen. Hallo, mein Name ist Lily. Ich bin eine wunderschöne, zierliche Blume, die hier in dieser Quelle lebt. Um ehrlich zu sein, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du bitte mal einen Wasserstein von dieser grässlichen Wolkenkreatur zurückholen? Klar. Du bist ein Schatz, vielen herzlichen Dank. Der Wasserstein sieht so aus. Bitte finde ihn. Okay, dann werden wir uns in der nächsten Folge aufmachen, den Wasserstein zu suchen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich bin der Arzt 105. Bis dann und ciao, ciao.